Herzlich willkommen, ihr lieben Stiere. Ich begrüße euch ganz herzlich hier bei Kings and Queens Tarot. Und ich hoffe natürlich, dass ihr alle den August gut überstanden habt. Er war ja durchaus wild, wie der Juli auch schon. Und ich kann euch jetzt schon mal verraten, dass der September nicht weniger aufregend wird. Wir haben einige sehr spannende astrologische Konstellationen, die hier auf uns warten. Von denen möchte ich allerdings nur zwei hier kurz erwähnen. Zum einen haben wir Uranus, der in die Rückläufigkeit geht und dadurch eben auch noch aktiviert wird. Uranus ist ja der Herrscher des Wassermanns. Ja, und Uranus ist der Rebell, der bricht aus. Er steht für plötzliche, unerwartete und durchaus auch radikale Veränderungen. Außerdem steht Uranus auch für die Dezentralisierung. Er nährt Verbindungen und er strebt nach Wahrhaftigkeit. Demgegenüber steht Pluto, der zurückläuft in den Steinbock und zwar zum letzten Mal, bevor er dann im November endgültig in den Wassermann eintritt. Ja, und Pluto im Steinbock wiederum, der steht für Machterhalt, Festhalten an alten Machtstrukturen. Er steht auch für das Regieren von oben nach unten und ja, er zentriert ganz gerne. Er geht auch in die Tiefe, da können durchaus einige Machtkämpfe sich zeigen und ihr seht schon, hier tut sich ein echter Spannungsbogen also auf in der einen Richtung, also Rebellion, Freiheit, Gemeinschaft, eher Graswurzelbewegung und auf der anderen Seite eben der Versuch, Machtstrukturen zu erhalten und dementsprechend wird der September sicherlich auch ziemlich aufregend, mindestens mal auf der globalen, auf der kollektiven Ebene, aber das Ganze kann sich natürlich auch auf der persönlichen Ebene abspielen. Ja, vielleicht spürst du, dass du nach Veränderungen strebst, dass du in eine neue Richtung möchtest. Die Suche nach Authentizität könnte hier absolut eine Rolle spielen, entweder in einzelnen Lebensbereichen, im familiären, im freundschaftlichen, im partnerschaftlichen Kontext, genauso wie auch im beruflichen Kontext. Und vielleicht fühlst du dich auch angeregt, dein Leben komplett auf den Kopf zu stellen und in eine ganz neue Richtung zu streben. Wie immer solltest du in dich hineinspüren und schauen, welche Aspekte dieser allgemeinen Legung mit dir schwingen. Wenn du das Gefühl hast, dass die Karten nicht so wirklich deine Lebenssituation anzeigen, dann schau dir gerne eines der anderen Videos an zu deinem Aszendent, zu deinem Mond oder eben auch zu deiner Venus. Wie immer sind hier in dieser Legung der Herrscher, die Herrscherin, die Königin und auch die Könige Geschlechter unabhängig und sie können andere Personen anzeigen, aber auch deine eigene Energie. Und jetzt geht's los mit der Legung. Ihr lieben Stiere, euer September steht im Zeichen des Aufbaus und das könnte durchaus ein bisschen eine Geduldsprobe sein, aber nichtsdestotrotz sind die Zeichen hier nach Richtung Erfolg, nach Weiterentwicklung eingestellt. Die Themenkarte, die sich für euch gezeigt hat, ist die 3 der Münzen und das ist die Karte des Aufbaus, der Zusammenarbeit. Arbeitsthemen, berufliche Themen könnten hier im Vordergrund stehen, auch alles, was mit gemeinsamen Projekten zu tun hat, könnte hiermit angezeigt sein. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass möglicherweise Beziehungsthemen im Hintergrund stehen. Solltest du allerdings mit einer Beziehungsthematik zu tun haben, die schon vielleicht so ein bisschen länger am Kriseln ist, wo möglicherweise auch eine Konkurrenzsituation eine Rolle spielt, dann könnte das hier auch durchaus von Bedeutung sein. Und ich möchte hier aber nochmal betonen, dass Konkurrenzenergie in einer Beziehung nicht zwingend bedeutet, dass hier eine andere Person im Spiel ist. Es könnte auch was anderes sein, was dein Partner oder deine Partnerin stark beansprucht. Familiäre Kontexte, berufliche Kontexte, die aber eben dann in Konkurrenz zu der Beziehung durchaus eben stehen können, was Zeit, Energie, Aufmerksamkeit etc. angeht. Ich lege wie immer auch mal noch Klärungskarten hier mit dazu. Die geben nochmal genauere Hinweise. Okay, wir haben hier die Königin der Schwerter. Hier könnte so ein bisschen
ja schon eine Ungeduld mit angezeigt sein, die ich ja schon angesprochen habe. Die Königin der Schwerter ist natürlich viel schneller als die Münzkarten bzw. die Erdkarten, die sich ja auch noch gezeigt haben. Aber die Königin der Schwerter, die zeigt auch für gewöhnlich auf klare Entscheidungen hin, auch auf eine klare Zukunftsvision. Es ist die trennende Königin, also es könnte durchaus sein, dass hier auch auf einer gewissen Ebene ein Ballast abgeworfen wird, vor allem wenn du mit beruflichen Thematiken zu tun hast, mit anderen Projekten vielleicht eben auch zu tun hast, die du umsetzen möchtest oder Veränderungen, die du anschiebst. Ich würde mal sagen, hier ist für den einen oder anderen so eine gewisse Entscheidung schon herangereift. Ja, vielleicht sind sie auch schon ausgesprochen für andere. Ja, nimmt das Ganze jetzt eher im September-Lauf hier zu Entscheidungen heranzufinden, diese auch umzusetzen. Und ja, wie gesagt, hier gibt es so einen Vorlauf, der mit Frust zu tun hat. Ich würde auch mal sagen, das sind längerfristige Anlauf oder Umsetzungswünsche, die sich hier anzeigen und ja, die jetzt so ein bisschen auf die nächste Stufe, denke ich, hier auch gehoben werden. Und wie gesagt, es könnte durchaus sein, dass hier ein bisschen ein Aussortierungsprozess stattfindet, wo klar wird, wer gehört hier wirklich mit dazu, wer ist, steht wirklich hinter dem Projekt, wer zieht hier mit am gleichen Strang. Oder eben auch nicht gleich. Es gilt natürlich auch für berufliche Kontexte. Im Beziehungskontext, wenn du hier mit einer Konkurrenzenergie zu tun hast, da würde ich mal sagen, findet spätestens im September eine Aussprache statt, sollte die nicht im Vorfeld schon stattgefunden haben. Ja, und wo führt das Ganze hin? Hier hat sich die 10 der Kelche gezeigt. Nochmal eine tolle Teamkarte. Die symbolisiert genau diesen wahren Zusammenhalt, dieses Ziehen, gemeinsame Ziehen an einem Strang, das gemeinsame Arbeiten hin auf ein gleiches Ziel. Und ich würde mal sagen, das ist das, wo du auch ganz bewusst den Fokus hinlegst. Also mir scheint, hier geht es auch um das Loslassen, um Trennungsaspekte von Umständen, Personen vielleicht auch in deinem Leben, an denen du lange festgehalten hast, aber wo du jetzt spürst, okay, gemeinsam geht es nicht weiter. Da fehlt auf der anderen Seite vielleicht das Einlassen, da fehlt dieser Drang, der Wunsch, die Passion, die Leidenschaft. Aber es gibt Menschen, die genau das aufweisen und da könnten durchaus neue Konstellationen hier sich zusammenfinden oder sich eben auch verstärken. Und wenn du hier mit ein bisschen verzwackten Beziehungssituationen zu tun hast, würde ich mal sagen, dass sich das bei den allermeisten vermutlich klären lässt, auflösen lässt in einer gemeinsamen Anstrengung. Wir schauen jetzt auch gleich mal auf die jüngere Vergangenheit, wobei ich bei der 7 der Münzen da ein bisschen das weiter wahrscheinlich fassen muss. Die 7 der Münzen kann eine sehr langfristige Karte sein, die weit zurückgeht in die Vergangenheit. Und die 7 der Münzen hat oft ein bisschen mit Frustration zu tun, beziehungsweise auch einer Pendelbewegung zwischen Frustration und Hoffnung. Und diese Pendelbewegung kann, wie schon erwähnt, dann über einen längeren Zeitraum sich auch so, ja, einpendeln oder ohne in eine Eindeutigkeit zu finden. Sprich, man hat hier meistens schon sehr viel an Energie investiert, an Zeit investiert. Man hat hohe Hoffnungen, hohe Erwartungshaltung, weil die Investition eben eine hohe ist, dass man sozusagen den Return dann auch zurückbekommt. Und je länger sich das hinzieht und je mehr man da irgendwie rein investiert, desto schwerer kann es dann natürlich eben auch fallen, das eventuell abzuschreiben und zu sagen, so komme ich da irgendwie nicht so richtig weiter. Die 7 der Münzen gehört ja auch zu den Perspektivkarten. Also möglicherweise hast du es ja, im August, im Juli geschafft, da die Perspektive auch so ein bisschen mehr zu erweitern, Entschuldigung, nach möglichen Alternativen Ausschau zu halten. Wie gesagt, wenn du Projekte umsetzen möchtest, wenn du mit beruflichen Veränderungen zu tun hast, da nach neuen Teampartnern, nach neuen Geschäftspartnern möglicherweise Ausschau zu halten, nach anderen Entwicklungsmöglichkeiten Ausschau zu halten.
Im partnerschaftlichen Kontext würde ich mal sagen, da hast du relativ lange auch die Füße stillgehalten, aber das ist jetzt wahrscheinlich an einem Punkt angekommen, wo du sagst, also viel länger will ich das auf die Art und Weise nicht mitmachen. Ja, also gerade wenn hier so Konkurrenzenergien in der Beziehung eine Rolle spielen, also da muss sich irgendwie was verändern und ich bin jetzt auch bereit, es zu verändern. Ja, leg hier vielleicht noch nicht so richtig den, ja, so eine totale Deadline fest. Ja, also ich bin da offen auch für Vorschläge von außen, aber es muss halt irgendwie was kommen, sonst ja, muss ich halt so meine Konsequenzen daraus ziehen. Aber ich würde mal sagen, hier ist viel Verhandlungsspielraum noch angezeigt. Wir legen auch hier mal noch Klärungskarten dazu. Für der Stäbe. Auch die Vier der Stäbe gehört zu den sehr schönen Teamkarten, ja. Aber es schwingt eben hier auch ein bisschen Frust mit. Wir haben hier die Drei der Schwerter. Das ist eine Karte, die auch mit Frustration zu tun hat. Die Liebeskummerkarte, die Karte der Enttäuschung. Ja, also ich würde mal sagen, du bist hier aktuell in einer Situation, wo einige Aspekte sehr gut laufen, sehr günstig laufen. Vor allem was mit Streiter zu tun hat. Aber es gibt vielleicht auch den einen oder anderen in deinem Umfeld, auf den du gezählt hast, mit dem du gerechnet hast, wo vielleicht auch dementsprechend entsprechend Versprechen im Raum standen, die sich aber eben nachhaltig nicht erfüllen. Und wie gesagt, ich glaube, hier geht es auch so ein bisschen darum, auszusortieren, mit wem gehe ich weiter, was findet sich hier tatsächlich zusammen, mit wem sind bestimmte Projekte tatsächlich umsetzbar und wo sind die eben nicht möglich. Ja? Und Ähnliches sehen wir hier natürlich genauso auch für Beziehungsthemen. Die haben ihre schönen Aspekte, aber ganz eindeutig sind hier auch Frustaspekte mit im Spiel. Und ja, das Ganze, würde ich mal sagen, hat hier jetzt im September eine gute Chance, sich in die ein oder andere Richtung aufzulösen. Dementsprechend hier auch ganz spannend die zwei Karten auf der Position des Umfeldes. Ja, diese Position beschreibt eben das Wechselspiel zwischen dir und einer anderen Person oder vielleicht eben auch anderen Personen, die hier mit dieser Situation zu tun haben. Wie wirken die auf dich? Wie stehst du zu diesen Personen? Uns haben sich hier zwei Karten gezeigt, die da sehr, sehr schön widerspiegeln, was wir auf den anderen Positionen auch schon gesehen haben, nämlich einerseits den Bube der Stäbe, das sind neue Impulse, neue Ideen, auch eine neue Kraft, eine Neugierde vielleicht auch, bestimmte Dinge voranzutreiben oder auch Neueinsteiger, die vielleicht jetzt von einem Projekt erfahren und sagen, wow, das finde ich total toll, da möchte ich mitmachen, da stehe ich mit dahinter. Und auf der anderen Seite sehen wir hier aber mit der 9 der Stäbe auch nochmal so ein bisschen eine Enttäuschungskarte, eine Frustkarte. Auch diese Karte hat oft einen starken Bezug auf die Vergangenheit. Man betrachtet vergangene Ereignisse nochmal genauer vielleicht oder auch mit einem anderen Blick. Da sind schon die ein oder anderen Verletzungen, Frustrationen passiert und ja, da kann auch so ein bisschen Misstrauen, Skepsis jetzt durchaus mit im Spiel sein. Wie gesagt, es könnte durchaus sein, dass jetzt also eine Aussortierung stattfindet, dass du noch mal genau hinschaust, ja, wer hat mich hier hängen lassen oder wer hält mich hier immer mit Versprechen weiter in der Luft und bei wem habe ich einen super Eindruck, da merke ich einfach, da ist die entsprechende Energie dahinter und dementsprechend werde ich hier vielleicht die Verbindungen im September auch neu sortieren, neu gewichten und gucken, mit wem werde ich hier wirklich nach vorne schreiten und wo ist es Zeit, sich von dem einen oder anderen eben auch zu lösen. Ja, für Beziehungsthematiken, ja, da ist natürlich auch schon ein bisschen Misstrauen mit im Spiel, weil wie gesagt, das Ganze hat vermutlich einen längeren Vorlauf und ja, da sind vielleicht schon Versprechen immer mal wieder gegeben worden, die nicht eingelöst worden sind. Aber ich würde mal sagen, mit diesem Bube der Stäbe ist eine Möglichkeit zur Kommunikation gegeben, zur Kompromisslösung, für neue Ansätze eben auch gegeben. Auf diesen Punkt komme ich allerdings vielleicht bei der Königin der Stäbe auch noch mal ein bisschen zurück, weil ich würde mal sagen, hier ist es auch an der Zeit, mit wem du immer da zu tun hast, auch jetzt wirklich aus dem Quark zu kommen, in die Gänge zu kommen, weil ich würde mal sagen, dein Geduldsfaden ist hier ziemlich
am Ende angelangt. Und wenn du nicht eine massive Veränderung tatsächlich siehst, spürst, ja, wenn die sich real umsetzt und nicht nur im verbal gegeben wird, dann würde ich mal sagen, könnte es durchaus sein, dass du hier ja dann im Oktober andere Geschütze auch auffährst oder ja, man sich neue Gedanken machen muss. Spannend finde ich auch die Herrscherin auf der Herausforderungsposition, eine Stierkarte übrigens auch, die Karte der Fülle, die Karte der Erfülltheit. Und die könnte hier so ein bisschen mit der Thematik des Selbstvertrauens eben vielleicht auch zu tun haben. Gerade wenn du hier über eine längere Zeit viel Anstrengung unternommen hast und immer wieder das Gefühl hattest, du trittst auf der Stelle, du kommst nicht voran, die Dinge greifen nicht ineinander. Das kann natürlich dann sehr stark auch am Selbstvertrauen nagen. Und dementsprechend würde ich hier die Herrscherin auch fast so ein bisschen lesen als Herausforderung. Bleib in dem Glauben an dich selbst, das ist ganz wichtig, ja, damit du die Dinge tatsächlich eben nach außen manifestieren kannst, die du auch tatsächlich manifestieren möchtest. Für den einen oder anderen könnte es sich hier auch an den Glauben an die Liebe handeln, die aktuell ein bisschen aktuell ein bisschen herausgefordert ist. Das ist ja die Venuskarte, ja, und wie gesagt, wenn du hier mit Beziehungsthematiken zu tun hast, dann könnte das so weit jetzt mittlerweile im Frust sein, dass du ja da so ein bisschen Schwierigkeiten hast, überhaupt noch eine positive mögliche Entwicklung auch zu sehen. Oder du ziehst dich vielleicht auch selber stark in Zweifel, hängt es an mir, ist die Liebe jetzt weg, auch vielleicht von der anderen Seite. Also in die Richtung sehe ich die Herrscherin hier am meisten. Okay, Königin der Stäbe, die zeigt sich hier zum zweiten Mal gut. Und dann gehe ich jetzt doch auch direkt darauf ein. Ich hatte mich hier noch ein bisschen zurückgehalten. Aber was ich hier schon angesprochen habe, ja, wenn die Person, mit der du zu tun hast, oder auch Personengruppe, aber ja, Person vor allem eben im partnerschaftlichen Bereich, wenn die nicht in Bewegung kommt, und zwar wirklich sichtbar, spürbar in Bewegung kommt, dann könnte es natürlich sein, dass du hier jetzt sagst, okay, dann gehe ich eben auch meine Wege. Das muss noch nicht zwingend zu einer Trennung führen, ne, aber ich würde mal sagen, dann ist deine Geduld einfach ausgelaugt und ja, dann ist man zwar noch zusammen, aber jeder macht halt so sein eigenes Ding. Ja, Königin der Stäbe ist ja unter anderem auch die Liebhaberkarte, die Liebhaberin. Muss jetzt auch nicht gleich bedeuten, dass du dich in die nächste Affäre stürzt, ne? Aber dieses Gemeinsame, da glaubst du dann vermutlich eben nicht mehr dran. Für alle anderen Bereiche steht aber auch die Königin der Stäbe. Für Selbstbewusstsein, für ein Selbstvertrauen, ja, wirklich die Dinge umsetzen zu können, die man umsetzen möchte, auch wenn es hier immer wieder Schwierigkeiten gab im Vorfeld. Wenn du dich sehr frustriert fühlst, sehr ausgelaugt fühlst, geh nicht in den Zweifel an dir selbst. Ja, das ist hier ganz, ganz klar angezeigt. Auch nochmal unterstrichen mit dem Wagen. Das ist ja auch nochmal eine Trumpfkarte. Und der Wagen gibt uns eben auch schon den klaren Hinweis, ne, immer uns darauf zu fokussieren, die Vision aufrechtzuerhalten, klar zu halten, die wir umsetzen möchten. Ne? Also nicht zu sehr in den Pessimismus zu gehen, in die Negativität zu gehen, sondern ganz, ganz klar das vor Augen zu halten, was wir erreichen möchten, auch wenn der Weg dahin vielleicht manchmal steinig ist. Der Wagen ist auch noch eine Erfolgskarte, im Prinzip wie die Herrscherin auch. Ja, also glaube auch an den Erfolg, den du umsetzen möchtest, dass der erreichbar ist für dich, weil ich würde mal sagen, dem steht im Prinzip nichts im Wege. Hier sind oft bei dieser 7 der Münzen, ne, diese zähe Entwicklung, diese langwierige Entwicklung. Da sind häufig äußere Umstände, die man vielleicht selber gar nicht so vor Augen hat, die man gar nicht so erkennen kann, die hier einen blockierenden Einfluss nehmen. Ja, deswegen ist das so wichtig, dass du nicht an dir zweifelst, weil mir scheint, deine Ideen, deine Vorhaben, die sind hier sehr stark in Einheit. Die sind sehr wahrhaftig, ja. Ich würde mal nicht sagen, es hängt an dir oder dass du dich hier in irgendeine Illusion verrannt hast, ja. Ich würde mal sagen, das hat mit äußeren Aspekten hier zu tun.
Der Wagen ist außerdem ja auch eine Neustartkarte und eine Entscheidungskarte und das könnte wiederum hier auch mit den Konstellationen zu tun haben. Also als Herausforderung, würde ich mal sagen, steht der Wagen dafür, trau dich, klare Entscheidungen zu treffen, wenn du jetzt über den längeren Zeitraum die Erfahrung gesammelt hast, ah, hier sind bestimmte Menschen in meinem Umfeld nicht so wirklich hinter diesem Projekt, die sind nicht wirklich mit der gleichen Leidenschaft dabei oder ja, die legen immer wieder Steine in den Weg oder ne, lassen das Projekt irgendwie hängen, lassen mich hängen. Trau dich hier eine Entscheidung zu treffen und dich auch zu trennen, zu lösen oder die Aufgaben eben in einer anderen Gewichtung hier zu delegieren, ja, dass das nicht mehr so einen großen Einfluss hat, einen blockierenden Einfluss hat. Ja, also Selbstglaube ist hier in Neonbuchstaben sozusagen nochmal drüber geschrieben. Auf der Chancenposition, da haben wir den Hierophant und das kann eine ganz tolle Karte auch der Gemeinschaft sein, des absoluten Zusammenhaltes. Ja, der kann auch mit Herausforderungen zu tun haben, aber für gewöhnlich steht er eben auch dafür, dass wenn man sich diesen Herausforderungen stellt, da auch eine Weiterentwicklung dann stattfindet. Also ja, ich würde mal sagen, der bestätigt hier auch nochmal, dass es nicht am Projekt liegt, dass das nicht richtig wäre, sondern hier ist durchaus dieser Zusammenhalt angezeigt, möglicherweise eben in veränderten Konstellationen als zuvor gedacht, ja. Aber ich würde mal sagen, hier kann man seine Ziele erreichen. Nochmal eine Stierkarte, ne? Da spielt auch Loyalität wirklich eine Rolle. Ja. Für Beziehungsthemen nahe steht der Hofant ja für die feste Beziehung, auch das Bekenntnis zu der Beziehung. Von daher würde ich auch hier nochmal sagen, man kann hier sicherlich noch einiges klären. Hier ist noch Spielraum. Es ist nicht so, dass du sofort die Dinge hier abschreiben musst. Also ich würde mal sagen, mit dem Mut, die Dinge klar anzusprechen, den eigenen Bedürfnissen Ausdruck zu verleihen, kann hier das Ruder auf jeden Fall nochmal rumgerissen werden. Ja, Federkelchen, ne, das ist so ein bisschen das Gefühl, zurückgewiesen worden zu sein, nicht geliebt worden zu sein, aber das ist vielleicht ein subjektives Gefühl, das von der anderen Seite gar nicht so gemeint ist. Wie gesagt, wenn dein Partner, deine Partnerin vielleicht hier auch in wichtigen Karriereschritten gerade steckt und den Kopf ganz woanders hat und es kommt bei dir an, wie, ja, der liebt mich nicht mehr, sie liebt mich nicht mehr. Das könnte sich ja total ändern, dieser Sichtpunkt, vor allem wenn man hier sich traut, ein klärendes Gespräch zu führen, ein ehrliches klärendes Gespräch zu führen, ne? Den eigenen Bedürfnissen hier auch oder Ängsten, Zweifeln, Unsicherheiten Ausdruck zu verleihen. Und nochmal sehen wir hier auch für alle anderen Themenfelder ein klares Aussortieren. Ja? Wer fällt hier raus aus Gemeinsamkeit, aus einer gemeinsamen Idee, aus gemeinsamen Projekten, fühlt sich hier nicht integriert, möchte sich nicht integrieren, das wird hier sehr deutlich. Und auf der anderen Seite mit der Königin der Kelche, aber eben genauso, wer ist hier mit vollem Herzen, mit voller Leidenschaft mit dabei, bringt hier wirklich die entsprechende Kraft, den Willen mit ein, auch das Menschliche sich einlassen. Ne? Wir haben ja hier zwei Kelche, hier haben wir die 10 der Kelche. Also da ist eine starke emotionale Verbindung auch zu irgendwas mit angezeigt. Und bei einigen fehlt die möglicherweise und bei anderen ist die da oder sie kommt auch noch mal besonders stark zum Ausdruck. Ja. Okay, Königin der Stäbe, da kommt jetzt Feuer ins Spiel, spätestens im Oktober. Da sind die Zweifel aufgelöst, da sind Ängste, Unsicherheiten aufgelöst. Ja, da geht es in eine sehr aktive Phase, denke ich mal, hinein, in eine umsetzungsstarke Phase hinein. Möglicherweise wirst du auch auf einer anderen Art und Weise wahrgenommen. Und dadurch, dass du in deine eigenen, in ein neues Selbstvertrauen jetzt vielleicht eben hineinwächst, ja, vielleicht auch eine andere Rolle
hier annehmen kannst. Königin der Stäbe hat oft mit auch Führungsrollen zu tun, sehr eigenverantwortlichen Rollen zu tun. Also je mehr du diese Rolle annimmst für dich selbst und das Potenzial, das in dir steckt, für dich selbst eben auch annimmst, selbst akzeptierst, desto mehr Aufmerksamkeit wirst du hier wahrscheinlich eben auch von außen bekommen, mehr Anerkennung, mehr Wertschätzung, mehr Unterstützung. Also mir scheint, das Ganze ist hier, wie gesagt, mit grünen Lichtern, mit Positivität durchaus aufgeladen, aber es könnte ein bisschen schwierig sein, dass du das für dich selbst erkennen kannst, ja, weil, wie gesagt, da schon so viel Frust im Vorfeld sich aufgebaut hat. Und dementsprechend vielleicht eben auch Misstrauen und Selbstzweifel. Aber die sehe ich hier gar nicht so sehr als notwendig an. Okay, hier haben wir die 9 der Stäbe nochmal. Und aber den Bube der Kelche. Also mir scheint, dieses neu gewonnene Selbstbewusstsein, das neu gewonnene Selbstvertrauen und dadurch vielleicht eben auch die Fähigkeit, dich auf einer anderen Art und Weise mitzuteilen und dich auch auf einer anderen Art und Weise nach außen zu präsentieren, das führt dazu, ja, dass hier Aussprachen möglich sind, dass hier Versöhnungen möglich sind, dass sich hier diese Negativität, das Misstrauen, der Zweifel, die Unsicherheit, die Skepsis abbauen kann. Und dadurch, dass vielleicht eben auch noch eine Aussortierung von entsprechenden Personen stattfindet, ja, kannst du hier viel mehr Energie jetzt in das Positive, in die Umsetzung deiner Träume auch investieren und musst dich hier nicht mehr abkapseln und alles auf 10.000 Mal überprüfen und meint, die Person ist ehrlich, ne? Da ist, kommt einiges in den Flow, was bisher vielleicht eher so ein bisschen im Staccato gesteckt hat. Ja, also ich würde mal sagen, hier im Oktober hat das Ganze dann nochmal mehr Kraft, weil sich hier einfach im September vieles sortieren lässt, sich klären lässt und man dann auch wirklich mit voller Kraft und auch vereinter Kraft sozusagen die Dinge umsetzen kann, die man umsetzen möchte. Ja, die Transformation hat sich gezeigt als die Seelenbotschaft bzw. eben auch die Hinweiskarte. Das ist eine plutonische Karte, eine Skorpionkarte, ne? Also Transformation steht hier im Raum. Wir haben eben ja auch den rückläufigen Pluto, da können also auch nochmal vielleicht die ein oder anderen Dinge aus anderen Augen betrachtet werden. Transformation bringt häufig eben auch noch mit sich, dass hier ja bestimmte Dinge eben losgelassen werden müssen. Das können innere Aspekte sein, negative Denkmuster, toxische Selbstbilder, Zweifel, Unsicherheiten etc. Vielleicht aber eben auch die ein oder andere Person, die man hier zurücklässt. Also alles, wo du jetzt spürst im September, das ist nicht passend, nicht mehr passend, lass es hinter dir, ob das innere oder äußere Aspekte sind. Ja, weil du hast so viel Rückenwind hier von anderen Menschen, die mit dabei sein wollen, auch aus dir selbst heraus, ja, dass der innere Fokus, ja, der kann sich ja auch ganz neu nochmal formieren. Du bist nicht angewiesen auf die Menschen, die dich hier zurückhalten oder die hier nicht mitmachen. Ich will das auch gar nicht zu sehr als verhärtete Fronten hier ansprechen. Ja, also vielleicht haben sich bestimmte Dinge einfach auseinandergelebt. Die Ideen sind nicht mehr die gleiche, die Ziele sind nicht mehr die gleiche. Ja, dann kann man sich hier auch im Frieden irgendwie trennen und mit den Menschen weitermachen, die hier mit Herz und Kopf und so weiter auch wirklich mit dabei sind. Also der September wird ein sehr, sehr spannender Monat. Ich habe ja jetzt schon die allermeisten der Monatslegungen gemacht. Kommt mit der einen oder anderen Herausforderung um die Ecke, aber im Ganzen würde ich mal sagen, hier findet viel Reinigung und Klärung statt und gibt hier wirklich einiges oder stellt einiges in die Startlöcher, was dann wahrscheinlich im Oktober auch durchstarten kann. Und damit, ihr lieben Stiere, bedanke ich mich ganz herzlich, dass du hier mit dabei warst. Ich würde mich mega über einen Daumen nach oben freuen, wenn dir das Video gefällt.
gefallen hat, natürlich bist du herzlich eingeladen, den Kanal zu abonnieren. So noch nicht geschehen. Damit wirst du auch natürlich direkt informiert, wenn ein neues Video erscheint, sobald du die Glocke dazu eben auch aktivierst und du unterstützt auch diesen Kanal damit. Und ich sage von dieser Stelle alles Liebe und Namaste. Lasst es dir, lasst es euch gut gehen. Tschüss.